Einige Tage später. Caramonte, des Weltenbummlers Hintern, Tür für Mittelamerika. Tja, so zumindest war es in der Broschüre übersetzt worden. Wir wissen ja nicht genau, wonach wir suchen, aber die Büros von Condor Transglobal sind doch bestimmt ein guter Anfang. So, das ist Caramonte. Hey, es ist Markttag. Ich sehe kein Taxi. Fragen wir doch mal jemanden, wie wir nach Caramonte zurückkommen. Okay, und halt die Augen auf, ob du was von Condor Transglobal siehst. So, das ist Caramonte. Und ich habe gemerkt, dass die Musik extrem laut ist. Jetzt habe ich das vor allem extrem mitgekriegt. Und so. Zack. So, da wollen wir doch mal gucken, was wir hier anstellen können. Ach, guck mal, eine Ziege. Ach, ich liebe Ziegen. Also George. George und Ziegen, ne? Ich mag ja die meisten Tiere, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, bei Ziegen vorsichtig zu sein. Und bei Katzen und bei Hunden. Tja. Was haben wir denn hier oben? Hey, Nico! Gehen wir mal da hoch. Das für eine Olle. Hola, Senora. Hi, wir wollten eigentlich nur... Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Hi, ich heiße Nicole Collard. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. So. Also, was hältst du denn von dem Höschen? Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Ich meine es ernst. Die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Willst du vielleicht ein Stück Kohle? Sehen Sie das hier? Das ist mein Stück Glückskohle. Was ist denn so glücklich daran? Das weiß ich auch noch nicht. Alter, die Gesichter. Netter Po. Der hat einen Tangal, ich glaub's nicht. Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff. Die Maya-Prinzessin. Mhm. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein, gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Schade aber auch. Willst du einen Keks? Würde Ihnen vielleicht ein Hundekuchen gefallen? Würde Ihnen vielleicht ein Kinnhaken gefallen, Chico? Das kommt ganz drauf an. Alter, die guckt aber auch grimmig die ganze Zeit, Alter. Was ist das für eine? Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Niemanden also. Es gibt sonst nichts weiter zu bereden. Wir fragen mal die Nacke da hier.
Hi. Einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Caramonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in 3 verschiedenen Sprachen. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senor. So was aber auch. Wissen Sie, wo ich Senor Karsak finden kann? Nein, Senor. Wieso haben Sie keine Hose an? Ich fühle mich wacher ohne Sie. Irgendwie frischer. Und das stört Ihre Chefin nicht? Sie hat es ja sogar vorgeschlagen. Das glaube ich gern. Das glaube ich gern. So, was haben wir da im Schrank? Wenn die uns da überhaupt drin lässt, ist die andere Frage, ne? Bleiben Sie da weg! Okay. Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Sprengstoff. Lobino hat mir erzählt, er sieht dich sehr oft. Wir treffen uns manchmal auf einen Drink oder zum Essen, du weißt schon. Nachdem du in die Staaten zurückgegangen bist, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Einsam? Du musst ja schon verzweifelt gewesen sein. Konntest du nicht einfach in den Zoo gehen oder sowas? Möchtest du einen Hundekuchen? Gourmet-Hundesnacks. Hast du die Dinger etwa wirklich gegessen, George? Klar, die schmecken prima. Rate mal, was das hier ist. Komm schon, rate. Das ist Schmiedeeisen, wahrscheinlich vom Rauchabzug eines alten Herdes. Ja, schätze, das könnte schon sein. Woher weiß sie das? Mein Großvater hat in einer Gießerei gearbeitet. Schau dir das hier mal an, Nico. Das ist ja widerlich, George. Warum schläfst du die denn mit dir rum? Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich nicht davon trennen. Ja. Schau dir das hier mal an. Eine Sonnenfinsternis. Woher dieses plötzliche Interesse an der Astronomie? Ich habe den Zeitungsausschnitt in Aubiers Haus gefunden. Offenbar ist die Sonnenfinsternis nur von Mittelamerika aus sichtbar. Komisch, ne? Schau dir das hier mal an. Oh mein Gott. Wie bist du denn an so viel Geld gekommen? Das ist nicht meins. Ich habe den Kontoauszug in Aubiers Haus gefunden. Der Stein. Hast du irgendeine Theorie zu diesem Stein? Ich glaube, diese Zeichnung soll ein Hund sein. Ein mexikanischer Hund. Das ist also der heilige Chihuahua-Stein. Der heilige Chihuahua-Stein. Fragen wir mal hier im Sekretärium nach links. Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Arschloch. Schon mal von einem Typen namens Karsak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie. Dann packen wir mal den nächsten. Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senor. Wussten Sie schon, dass in ein paar Wochen eine totale Sonnenfinsternis eintritt? Ja, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. So, und der letzte. Hallo? Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, Sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke. Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Dann gibt's wohl hier nichts mehr zu holen. Was ist denn, wenn ich den Pfeil an der Tussi? Das würde sie nicht interessieren. Es gibt sonst nichts. Im Moment will ich mich mit Nico über nichts weiter unterhalten. Okay, und
Hallo? Hallo? Es gibt nichts, was ich... Okay, na dann doch raus. Alles klar. So. Was haben wir denn noch? Das hier. Gesehen hier. Hey, Kopf hoch, Jungs. Warum die langen Gesichter? Unser Flötenspieler, verhaftet, sitzt im Gefängnis. Arme Miguel, hat in sein ganzes Leben kein Gesetz verbrochen. Okay. Was haltet ihr von diesem kleinen Wurm? Nicht gut, ist tot. Natürlich ist er tot. Meinst du, ich würde den in meiner Tasche rumschleppen, wenn er es nicht wäre? Habt ihr schon mal sowas? Ei, der hungrige Häuptling. Warum Sie das mit bei sich haben, Senor? Sie nicht wissen, wer ist? Klar, das ist Tezcatlipoca. Aber das ist doch nur ein kleiner Stein mit... Er bringt Tod, Senor. Tod und Zerstörung. Okay. Schaut euch mal das Zeichen auf diesem Etikett hier an. Das ist schon gesehen. Wo? Ein Schiff hatte Flagge genau wie das da. Wann hast du dieses Schiff gesehen? 3 Monate her. War gleich hier, in Docks. Okay. Habt ihr irgendeine Idee, was das hier sein könnte? Nein, Senor. Ich nicht auch. Ich nicht auch. Warum spielt ihr nicht ein kleines Liedchen, um euch aufzumuntern? Nein. Wir besser suchen richtige Arbeit. Wir können verdienen 10-mal mehr unten im Bergwerk. Meine Vetter Ramirez hat verdient 8 Pesos jede Stunde. Bevor er hat verloren seine Bein in Unfall. Das ist nicht gut. Erzählt mir mehr von diesem Unfall im Bergwerk. Es gab große Explosion in Teokulkan. 30 Arbeiter begraben lebendig. Sie kaum jemand wiedergefunden. Nur 2 ausgegraben, einer davon sein Vetter und Hälfte von ihm noch da unten. Ja, klasse. Willst du einen Kuchen? Möchte einer von euch Jungs vielleicht einen Keks? Hundekuchen, Senor? Sie wollen uns beleidigen? Nein, wirklich, die sind lecker. Wir Ihnen das so glauben, ohne Versuche. Wisst ihr Jungs, was über eine totale Sonnenfinsternis? Was das? Na, wenn die Sonne vom Mond verdeckt wird. Er verrückt. Vetter Alfredo schwört, er sowas mal gesehen. Aber das gewesen nach Trinken von Cocktail aus Peyote und Antibiotika. Okay. Warum wurde Miguel ins Gefängnis gesteckt? Weil er hat gespielt Folklore. Was? Ist Wahrheit, Senor. Er darauf bestanden, traditionelle karamontekische Musik spielen. Aber das illegal. Was? Was hatte das Schiff mit der Kondorfahne geladen? Weiß nicht, Senor. Wir durften nicht in Nähe von Docks. Das stimmt. Normal, wir gehen zu Schiffen, wenn festmachen. Wir spielen für Touristen. Aber wenn Kondorschiff kam, Soldaten uns wegschicken. Komisch. Komisch, komisch. Jostoppard! Also von allen... Pearl Henderson, oh Mann, das ist aber ein Zufall, was? Ja. Wenn du so lange mit einem verrückten wie Duane verheiratet bist wie ich, hörst du auf, an Zufälle zu glauben. Ich habe Pearl und Duane zuletzt auf der anderen Seite des Globus getroffen, in Syrien. Ja, Syrien. Er ist Army-Veteran, der vermutet, dass er für den CIA arbeitet, aber ganz sicher ist er nicht. Bei ihr waren die geistigen Störungen nicht ganz so offensichtlich. Okay. Was halten Sie von dieser Statue, Pearl? Oh wei, das ist ja eine lebensgetreue Abbildung von Duanes Bruder Sheridan. Etwas weniger Körperbehaarung vielleicht, aber sonst ganz der Bruder. Was? Schauen Sie mal, Pearl, ein Tequila-Wurm. Oh, komm mir mit dem Ding bloß nicht zu nahe, Honey. Ich schwöre dir, ich schreie sonst wie ein Frosch auf einem heißen Teller. Okay. Was halten Sie hiervon, Pearl? Was für niedliche kleine Federn. Also wenn ich 2 davon hätte, geben die ein hübsches Paar Ohrringe ab. Dies hier ist nicht als frivole persönliche Verzierung gedacht, Pearl. Das ist ein Blasrohrpfeil, dessen Spitze ein schnell wirkendes, muskellähmendes Gift enthält. Verzeihung, da habe ich mich wohl geirrt, Honey.
Tja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation mit Pearl vergleichbar ist mit dem Aussenden von Signalen in den Weltraum. Wenn man lange genug wartet, bekommt man vielleicht eine intelligente Antwort. Aber die Chance ist verdammt gering. Schauen Sie sich mal diesen Zeitungsausschnitt an, Pearl. Das müsstest du mir schon vorlesen, George. Ich habe meine Brille in einer schwulen Kneipe in Santa Barbara vergessen. Okay. Es geht um die totale Sonnenfinsternis, die in ein paar Wochen hier ansteht. Man sollte doch annehmen, dass eine die eigene Regierung vor sowas warnen könnte, oder? Das ist nicht gefährlich oder so. Offenbar ist der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu beobachten, genau hier in Caramonte. Nein, sowas. Sie scheint nicht im geringsten interessiert. Allerdings. Was halten Sie von diesem Stein, Pearl? Oh, ist der hübsch. Was soll das da sein? Ein Kaninchen? Ich glaube eher, es ist ein Kojote. Na, auf jeden Fall ist er sehr niedlich. Erstaunlicherweise fragt sie mich nicht, wo sie einen kaufen kann. Was bringt Sie nach Caramonte, Pearl? Dasselbe, was mich überall hinbringt. Der Markt. Sie sind 2000 Meilen gefahren, nur um shoppen zu gehen? Shopping ist meine Rolle in der Wirtschaft des großen göttlichen Plans, George. Ah, sie spielen wieder. Ist Duane auch hier? Ja, aber natürlich. Ich konnte ihn doch schlecht alleine zu Hause lassen. Seit Duane aus dem Krieg zurückgekommen ist, können wir es nicht mehr ertragen, voneinander getrennt zu sein. Und wo ist er dann jetzt? Wir reden nicht mehr miteinander. Was? Warum sprechen Sie nicht mehr mit Duane? Weil er ein alter, sauertöpfischer Spielverderber ist. Ich will unbedingt eine dieser alten Pyramiden besichtigen. Aber Duane sagt, er müsse in der Stadt bleiben. Stimmt. Und Sie wollen jetzt nicht alleine losziehen? Naja, was hat es denn für einen Zweck, in so eine alte Pyramide zu klettern, wenn niemand da ist, der mich dabei fotografiert? Ja. Arbeitet Duane immer noch für den CIA? Wenn ja, dann weiß er es nicht. Er ist ein sogenannter Schnarcher. Meinen Sie nicht einen Schläfer? Nein, das ist was anderes. Er dachte ja, er würde für Sie arbeiten. Aber seine Psychotherapie hat ihn von diesem Glauben geheilt. Was er nur nicht weiß, ist, dass er jetzt wirklich für Sie arbeitet. Zumindest habe ich das so verstanden. Wir sehen uns noch, Pearl. So, dann gehen wir mal hier rein. Hey, Nico. Und gucken, was dort auf uns wartet.